Freunde, da ist er wieder, der Master Early mit einem neuen Video und heute zeige ich euch mal das Fluggerät von Skeletor, der Fright Fighter. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, das ist ein Riesenteil und bevor das seinen finalen Platz bekommt an der Decke, möchte ich es euch nochmal zeigen. Ja, der Fright Fighter, ein wirklich tolles Fahrzeug. Mit ja, dem einen oder anderen, ja, man, es ist schwierig. Stellenweise, ich zeige euch das dann am Gerät, der Gerät, zeige ich euch das jetzt. Ja, los geht's. So, meine lieben Sammlerfreunde, da steht der gute Fright Fighter. Ja, die lautlose Libelle, ja, vom guten, ja, naja, gut ist er nicht, von dem Bösewicht, von Skeletor. Der ist sogar hier drinne. Also es gibt Platz für eine Actionfigur. Und ja, seht es mir nach, er ist ein bisschen staubig. Er hat jetzt eine Weile rumgestanden. Der wird jetzt gleich noch ein bisschen refreshed. Obwohl, ich kann euch das ja mal zeigen, wie ich das mache. Ich habe nämlich hier so einen Pinsel und dann kommt man wirklich in die ganzen, ja, in die Ecken mit rein und kann da so ein bisschen den Staub wegmachen. Also so ein Pinsel ist immer gut zum Entstauben. Da kriegt man eigentlich gut was weg. So, so. Überall, wo er dazwischen hängt, kann man das dann so ein bisschen sauber machen. So, jetzt habe ich euch das auch mal gezeigt. Und das soll es erstmal gewesen sein. So, jetzt reicht es aber auch wirklich. Nice. Aufkleber, meine ich, sind alle dran. Auch an den Flügeln sind die Aufkleber alle dran. Und ja, ich habe hier die Kanonen. Hier vorne sind die Kanonen dran. Und hier, also wenn man die Klappe zumacht, ihr seht, die Klappe hat ein paar Kratzer. Aber dieses Acrylglas ist sehr empfindlich über die Zeit und dann ist das auch noch so getönt. Ich meine, es sieht mega aus, aber es ist schwierig. Man könnte das jetzt noch polieren und dann hätte man es wieder in Ordnung. Aber komm, also jetzt mal ehrlich, das Ding hat gelebt. Damit ist gespielt worden und das ist einfach nur schön. Da muss man jetzt nicht, kann man auch mal die Kirche im Dorf lassen. So. Dann zeige ich euch den Fright Fighter mal ein bisschen so. Ja, ihr seht hier oben, ist das hat bei meinem, wo ich ihn gekauft habe, zum Beispiel gefehlt. Da müsst ihr drauf aufpassen. Das ist nur ein Einsatz, den kann man rausnehmen. Aber die viele Verkäufer nehmen diesen Einsatz gerne raus und verkaufen den dann einzeln. Ja, ich meine, machen kann man dagegen sowieso nichts, nur dieser Einsatz gehört noch dazu. Hier hinten hat er noch einen Laser und einen Reflektor. Ne? Dann haben wir hier die Flügel. Meiner war defekt. Die Flügel brechen nämlich sehr gerne ab. Ich habe den repariert mit einem kleinen Trick. Und zwar habe ich da den Kabelbinder-Trick benutzt. Und zwar habe ich mir hier immer Löcher reingebohrt. Ihr seht es hier. Da eins... Und dann um diese Dinger jeweils einen schmalen Kabelbinder drum. Und es fällt kaum auf und es ist repariert. Es waren 3 von 4 Flügeln waren defekt. Die hätte ich jetzt auch einzeln nachkaufen können. Aber ich sehe das nicht ein. Wenn ich was reparieren kann, dann repariere ich das erstmal. Anstatt mir dann für teuer Geld funktionsfähig nachzukaufen. Und dann stecke ich die rein und dann bricht mir vielleicht beim Reinstecken gleich der nächste ab. Also, nö. Da bin ich dann doch eher so ein bisschen... Was zu reparieren geht, wird erstmal repariert. So, das Ding ist so groß, man kriegt es kaum drauf. Schaut mal. Von der Seite sieht er dann so aus. Er hat vorne so Klammern, so Zangen. Die kann man mit einem Hebel bedienen, und zwar mit diesem hier. Wenn ich den jetzt ziehe, dann seht ihr... tut sich hier vorne die Zange bewegen und dann könnte man eine Figur greifen. Dann hat er noch einen Hebel. Den sieht man jetzt nicht so gut wegen den Flügeln und der Größe, aber hier ist er. Da ist der rote Hebel und wenn man den bewegt,
werde ich jetzt mal den so halten. Dann tun sich diese Flügel hier wie libellenmäßig bewegen. Es macht tatsächlich ganz schön Krach. Aber das war uns doch egal als Kinder. Ey, das war mega cool. Das war so cool. Ich habe dieses Fahrzeug geliebt. Vor allem, man musste nicht als am Boden rumrutschen. Man konnte damit durch die Botanik laufen. So, hier hinten haben wir das Heck von dem Raumgleiter. Es ist ja eigentlich ein Raumgleiter, keine Libelle. Aber es hieß immer, dass er hier sich mit diesem Fahrzeug geräuschlos annähert. Dann schaltet er wahrscheinlich die Düsen aus und nimmt nur noch den Libellenantrieb. Und wenn er flüchten will oder schneller sein muss, dann wird er hier unten, hier sind nämlich diese Düsen dran, wird er die einschalten. Und dann kann man den nämlich hier so schön, ja, der war schön mit einer Hand zu bedienen. Das war wirklich toll. So, jetzt stelle ich euch den nochmal hier so ein bisschen, ja, ich kann ihn euch fast gar nicht so gut zeigen. Es ist immer irgendwas nicht im Bild, das tut mir leid, aber ich kann keinen größeren Ausschnitt machen. Erstens mal ist mein Raum hier ein bisschen klein, zweitens mal ist das Fahrzeug ein bisschen groß. Nein, doch. Oh. Ja, aber den wollte ich euch unbedingt noch gezeigt haben, bevor der seine finalen Platz an der Decke bekommt. Ich war eben schon so weit und hatte hier Angelschnüre dran gemacht. Die halten bis zu 40 Kilo aus, hat mir der Filmangler versprochen. Grüße gehen raus an dich. Und somit kann der, sieht man auch die Schnüre nicht. Und das ist wirklich cool. Ja, das ist der Fright Fighter. Ein schönes Fahrzeug. Vielleicht kriegen wir den bei den Origins ja tatsächlich auch noch. Es ist eine rein mechanische Bedienung, also keine Batterien, nichts. Aber er hat eine super schöne Funktion. Und ich mag dieses Fahrzeug sehr, sehr gerne, weil es halt auch so cool aussieht, wie es aussieht. Okay, ja, das soll das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber ich denke, man hat es so gut es geht gesehen. Ja. Alles klar, dann wünsche ich euch eine gute Zeit da draußen. Bleibt mir wie immer gesund. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Natürlich wieder zum Schluss einen schönen Gruß vom Pocking Joe. Und ja, der Master Early sagt Tschüss.